liebe Tracks, auch willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe hier Zauberei-Weltmeister Marc Weide neben mir stehen. Bist du eigentlich leid, immer noch so introduced zu werden? Nee, oder? Es ist okay. Ist cool, ja? Für mich sehr, sehr geehrt immer noch. Das ist toll. Ist auch schön, daran erinnert zu werden. Ja, einfach. Richtig. Ja. Ja. Ja, liebe Freunde, ich habe so ein Video schon einmal gemacht mit dem guten Miles Pitwill und wir haben gesprochen darüber, ich möchte Manipulation lernen. Du hast jetzt echt richtig Glück, dass ich da bin, weil ich voll der Profi. Kartenmanipulation, vor allem für meine Solo-Show. Ja. Und in der Infokarte da oben verlinke ich das Video. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und er hat mich irgendwo auch gecoacht und wir haben allgemein über Manipulation gesprochen und einfach drüber gesprochen, wie kann man so eine Nummer daraus bauen und wie lernt man das eigentlich. Und jetzt, ein halbes Jahr später, bin ich gerade an so einem Punkt, ich habe im Close-Up-Bereich gerade einfach sau Bock auf Münzmagie. Ja, finde ich gut. Und da dachte ich mir, wen Besseres kann man sich als Münzmagie-Teacher für so ein Video mit dazu holen, als Captain Münzmagie, ne? Richtig, genau so. Deswegen, Marc, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön, ja. Marcs YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben auch für seinen Kanal gerade ein Video aufgenommen über seine Pokémon-Sammlung. Stimmt. Da werdet ihr sehen, ob wir uns davon ein neues Auto oder einen neuen Reifen kaufen können. Was seht ihr denn? So, ich habe jetzt Bock auf Münzmagie. Ich kann so ein paar Basics, aber ich würde sagen, für alle, die generell erstmal jetzt anfangen wollen mit Münzmagie und vielleicht auch noch 0,0 Wissen haben, was ist Münzmagie, wie lernt man das, wie bist du so krass geworden, abgesehen davon, dass du jetzt seit 20 Jahren im Prinzip nichts anderes machst. Machst. Ja. Und wie kann man auch so krass werden? Okay, das sind ziemlich viele Fragen. Das sind alles die Fragen komplett fürs ganze Video. Also wir werden uns jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten nehmen und all diese Fragen beantworten. Um diese Frage zu beantworten, muss man ganz weit zurückgehen ins antike Griechenland. An einem hellen Sommer. Kennst du das von Big Bang? Ja. Wenn du die Szene nicht kennst, ja, richtig. Nicht so okay, gut. Ja, okay. Doch. Ich blende hier was ein und dann ist das wieder lustig. Okay. Also es sind ziemlich viele Fragen, die ich versuche runterzubrechen. Mhm. Grundsätzlich kann ich Münzzauberei jedem empfehlen, denn du hast die Sachen immer bei dir quasi. Mhm. Ne? Klar, Karten kannst du auch mal dabei haben, aber Münzen müssen ja nicht immer diese großen Vollformat-Münzen sein, sondern es können auch 2-Euro-Stücke oder 50-Cent-Münzen sein. Das heißt, jeder hat das immer im Portemonnaie bei sich oder naja, es ist halt ein Alltagsgegenstand, der immer sehr natürlich rüberkommt. Das heißt, auch der Zuschauer hat es in der Tasche dabei und du kannst vor allem auch mit Sachen vom Zuschauer zaubern, was bei Karten jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Richtig. Jeder hat immer ein Kartendeck dabei. Kann ich mir kurz dein Bicycle-Deck ausleihen? Nein? Na, aber ich hätte gern Phoenix. Genau. Ich habe noch Phoenix dabei. Dann geht's nicht. Genau, deswegen grundsätzlich, das ist ein super Altersgegenstand und das Gute ist, Münztechniken kann man unglaublich gut übertragen auf Fingerringe, auf Pokerchips, auf einen Kieselstein, auf im Grunde alles, was sich ungefähr in dieser Größe abspielt. Mhm. Das heißt, alle Grundtechniken, die man damit erlernt, sind auf einen Lego-Stein oder andere kleine Objekte ebenfalls anwendbar. Ja, USB-Stick und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Also das ist ein Riesenvorteil. Und der Grund, warum ich mich anfangs so sehr für Münzzauberer entschieden habe und so viel da reingesteckt habe an Zeit und Energie, ist zum Beispiel bei Kartentricks, dauert es immer unglaublich lange, bis was passiert. Ne? Also es ist erstmal so, hey, guck mal, ich habe hier ein Kartenspiel, alles verschiedene Karten. Ich mische die mal durch, ne, weil es... Darf ich das mischen? Ja, klar. Also, ich habe 5 Jahre gebraucht für das Deck. Also, und ja, jetzt wähl doch mal eben eine Karte aus, super, merkst du dir, die kommt ein Spiel zurück, die wird gemischt. Das heißt, es dauert 3 Minuten lang, bis irgendwas passiert. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du mit Münzen startest, dann ist so, hey, guck mal, ich habe hier so eine Münze mitgebracht aus China und... Das ist der Effekt. Und es passiert sofort. Also, ja, richtig. Und das Tolle auch daran ist, aber an Zauberei allgemein, er ist international. Also wenn eine Münze verschwindet, dann musst du das keinem erklären in China, in Russland oder in Amerika. Richtig, weil es voll und ganz visuell ist. Die sehen, dass die Münze weg ist. Mhm. Ja, und die sehen auch, wenn die Münze wieder da ist. Also es kommt sehr schnell zum Punkt. Das ist das, was ich sagen möchte. Ja. Und das ist ein unglaublicher Vorteil. Ja, aber es gibt natürlich auch Routinen, die man ein bisschen länger ziehen kann, die man unterhaltsamer gestalten kann. Aber ich glaube, das sind so die perfekten Gründe, warum ihr mit der Münzzauberei anfangen solltet oder euch damit beschäftigen solltet. Weil sie ist visuell, man muss nicht viel erklären. Sie passiert sehr schnell und ihr könnt es immer dabei haben. Die meisten fragen sich immer, was das hier für eine Tasche ist, ne? Die so extra draufgenäht ist. Und ich habe da tatsächlich jedes Mal Münzen drin. Also ich verlasse nie das Haus, ohne da eine Münze drin zu haben. Ja, okay. Das heißt, immer dann, wenn spontan jemand einen Zaubertrick sehen möchte, kann ich spontan was machen. Ja, 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 ich habe rein zufällig eine Münze dabei. Jetzt würde mich interessieren, bevor wir loslegen damit, wo kann ich das jetzt lernen, würde ich vielleicht erstmal drüber sprechen wollen, was sollte man da denn jetzt überhaupt lernen? Also
mein Stand ist jetzt beispielsweise, ich kann eine Münze auf verschiedene Arten und Weisen in meiner Hand heimlich verstecken. Das nennen wir ja Palmieren in der Zauberei. Ja. In verschiedenen Positionen und so. Wir gehen da ja jetzt nicht technisch aufs Detail ein. Es geht ja jetzt nur um den allgemeinen Überblick. Ich kann sie beidhändig immer in den gleichen Griffen palmieren. Ich kann sie verschwinden lassen auf verschiedene Weisen. Ich kann sie erscheinen lassen. Mhm. Und kann damit dann auch Coins Across, Three Fly und so weiter solche Routinen halbwegs schon mal machen. Würdest du sagen, das sind die Basics, mit denen man anfangen sollte? Oder was sind für dich Griffe und auch Routinen, die man direkt zu Beginn lernen sollte? Und was sollte man vielleicht nicht direkt lernen? Dass man auch weiß, wovon lässt man jetzt die Finger? Vielleicht versuche ich nicht, wenn ich gerade anfange mit Münzmagie, erstmal diesen Eric Chien Retention Vanish zu lernen. Ja gut, also kann machen, wenn man keine Freunde hat. Aber, aber nee, ja. das würde ich nicht empfehlen zwangsläufig, das stimmt. Richtig, weil da übst du halt, er sagt, er hat 2 Jahre gebraucht dafür, dass du perfektionierst. Das heißt, Menschen brauchen dafür wahrscheinlich 5 bis 10. Heißt, du hast nicht sofort dieses Erfolgserlebnis, dieses, ey, ich übe und ich hab auch was davon. Genau. Sondern du musst erstmal viel investieren und da geht die Motivation verloren. Das stimmt. Womit kann man denn anfangen? So, was würdest du sagen, das sind Basics, bam, da sollte man loslegen. Also ich glaube, um einen guten Spagat zu finden, ein gutes Mittelding, das Ding ist halt, bei Musik oder so ist ja auch, du fängst an, Bruder Jakob zu lernen, bevor du die fabelhafte Welt der Emily spielen kannst dann, ne? Aber keiner will Bruder Jakob lernen, Richtig. Weil das ein langweiliges Stück ist. Ähnlich halt bei Zauberei. So, du willst direkt die krassen Vanishes und Griffe lernen, aber du musst halt ein bisschen weiter vorne anfangen. Deswegen, ich würde versuchen, ein gutes Mittelmaß zu finden. Sprich, nicht in diese direkt in diese Eric Chien-Variante, sondern vielleicht natürlich mit Münzen zaubern zu lernen. Weil es gibt sehr viel Theorie darüber, warum man eine Münze in die Hand legt, wie man sie verschwinden lässt und so weiter. Bei mir ist so, tatsächlich, dass Leute vermuten immer, wenn ich was verschwinden lasse, dass es alles hier reingeht, ne? Also bei Pullis. Und deswegen lege ich immer viel Wert darauf, dass wirklich die Ärmel hochgekrempelt sind, also beide Ärmel. Richtig, aber damit kannst du halt viel arbeiten, ne? Und damit, weil sie in dem Moment wieder verschwinden. Damit kann ich super viel arbeiten, weil es mir einen Grund gibt, die Münze verschwinden zu lassen. Also deswegen ist vielleicht gut, damit anzufangen, sich zu fragen, warum man das macht, was man macht. Und nicht einfach... Das ist ein guter Denkansatz. Warum nicht einfach, macht das? Ja, genau. Weil viele machen irgendwie 1000 Griffe, färben die Münze und verwandeln die Münze und dann verschwindet die und schwebt durch den Raum und am Ende ist es ein Auto und dann brennender Reifen und dann noch ein Kartentrick und es ist so und Pam! Und alle so, ja, okay, aber wieso? Ja, und was hat der Zuschauer vor allem auch davon gehabt? Ja, genau. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist unglaublich natürlich, zum Beispiel so eine Präsentation zu machen, wie einer der ersten Zauberer, die ich gesehen habe, hat eine Münze in die Hand gelegt und hat die geschlossen und dann war die Münze verschwunden. So, glaube ich. Kann das noch nicht, weil das ist ein unglaublich schwerer Trick. Aber ich wusste noch, er hat wirklich die Hand zugemacht so, und er hat seinen Ärmel hochgezogen. Also du wolltest den da machen, ne? Ja, genau. Die lag in der Hand und es gab auch keine Möglichkeit, dass da irgendwer rangeht und dann war sie weg. Ja. So, ne? Dieses, was hier Garrett Thomas erklärt das bei Imagination Coins. Damit genau, den, genau. Richtig. Also die meisten Münztricks oder das, was Zuschauer im Kopf behalten von Münzmagie ist, dass die Münze verschwunden ist tatsächlich. Also nicht, dass sich gefärbt hat oder irgendwas anderes verwandelt hat. Also ich glaube, das Beste bei Münzzauberei ist der direkte Weg. Das heißt, einfach zu sagen, du hast eine Münze in der Hand und lässt diese verschwinden. Weil das ist das, was jeder auch nachher beschreiben kann. Das ist das so ein Wort oder so ein Satz, den jeder nachher sehr klar formulieren kann. Münze verschwindet. Genau. Ja, als heißt, wenn sich jetzt eine Münze 10-mal färbt. Okay, gut. Das heißt, Münze verschwinden lassen, Münze heimlich palmieren, herzaubern. Weil wenn man etwas verschwinden lässt, muss man sie auch wieder irgendwo erscheinen lassen in irgendeiner Form, weil sonst ist es unbefriedigend. Genauso wie... Schneide ich raus. Man will ja auch irgendwo, aber nicht nur Techniken üben. So, ich kenne das noch von mir damals aus der Kartenmagie. Jetzt habe ich die ganze Zeit Double Lift geübt und AMSI Count. Ja. So, ja, aber was mache ich jetzt damit? Ja. So, weil jetzt hab ich die Technik. Genau. Was für eine Routine kann ich denn damit machen? Hättest du da auch irgendwie was, wo du sagst, ey, damit kann man richtig gut, weil da alles mit drin ist? Was sind Routinen, wo du sagst, damit kann man gut auch Techniken üben? Kommt auf die Technik natürlich irgendwo. Skill ist blöd, aber ich kann keine leichten Routinen. Also die Routinen, die ich vorführe, sind natürlich ein bisschen komplexer, als dass ich jetzt sagen würde, fang damit an, weil damit tut man sich direkt weh sozusagen. Da würde ich fast schon sagen, so Coins Across Geschichten, ne? Ja. Da übst du Palmage. Verschwinden lassen, erscheinen lassen, hast du mit drin meistens. Also was ich meine, ich gehe mal ein Stück zurück, damit man meine Hände gleich auch besser sieht, dass man nicht glaubt, damit arbeite ich mit der Kamera. Ich meine sowas wie 4 Münzen beispielsweise hier in der Hand und jetzt lassen wir eine durch die Luft fliegen
und fangen sie auf. Jetzt sind hier nur noch drei. Genau, ja. So und so weiter und so weiter. Ja, ja. Dann nur noch zwei und exakt. Noch eine. Genau, ich glaube, da kann man schon ganz gut dann üben. Das ist, ja? Das ist ein guter Start. Etwas zum Beispiel, das ich mache, habe ich auch einen Kurs zu bei der Secret School, nenne ich Misdirection Coins. Und das finde ich ganz praktisch auch für Anfänger, weil es zum Beispiel, wir Zauberer arbeiten ja unglaublich gerne mit Ablenkung. Mhm. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt gleich sagen würde, ich versuche, hier eine Münze erscheinen zu lassen, dann lenke ich eigentlich mit der Hand nur heimlich ab, denn in Wirklichkeit geht meine andere Hand in die Tasche und holt halt dabei eine Münze raus. Ja? Oder vielleicht auch nicht, weil genau das ist die Ablenkung. Ja, das ist Münze Nummer 1 und das hier ist Münze Nummer, ja, falls ihr jetzt hier hinschaut, dann verpasst ihr den Moment, wo die Münze hier erscheint. das ist Münze Nummer 2. Also das ist so eine kleine Routine, wo du ein bisschen Spaß mit den Leuten hast, du kannst ein bisschen mit den Leuten spielen. Und du hast auch nicht den Anspruch, dass es 100% perfekt sein muss. Genau. Weil es ist ja irgendwo ein Joke, hier, ich lenke dich von hier nach da. Es muss nicht perfekt produziert sein, sozusagen. Richtig. Das heißt, du kannst wirklich üben und hast nicht diese Unsicherheit. Ja, genau. Weil gerade bei diesen ganz wilden Techniken, wo du eine Münze hier zwischen den Fingern verschwinden lässt und so weiter, da muss ja wirklich exakt Timing, Sauberkeit und so weiter sein. Und bei der Routine jetzt im Speziellen ist halt wirklich so, wie du sagst, es kann ein bisschen langsamer sein, es kann ein bisschen schlampiger sein, wie auch immer. Richtig. Damit, das ist jetzt natürlich nicht ein Excuse, ey, ihr dürft jetzt unsauber arbeiten, sondern gemeint ist damit, ich kenne das von mir selbst, wenn ich was ganz Neues habe, bin ich sehr unsicher beim Performen und habe dann immer so diese Nervosität, oh, hoffentlich klappt das und dadurch habe ich irgendwie so eine Blockade im Kopf, dann klappt es noch schlechter. Ja. Deswegen ist es immer gut, wenn man irgendwie locker schon mal üben kann und deswegen finde ich es immer gut, sich Routinen zu überlegen, wo man hier beispielsweise auch in der Kartenmagie, dass du bestimmte Effekte übst, wo du das Palmieren schon mal übst, aber die Palmage muss nicht perfekt sein, sondern das passiert nebenher sozusagen. Ja, ja, genau. Ne? Jetzt wissen wir, warum Münzmagie toll ist, warum es Spaß macht. Das ist der wichtigste Punkt. Ja, richtig. Und wir wissen schon mal so ungefähr, wo kann man denn anfangen, was für Techniken sollte man üben. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was auf meinem YouTube-Kanal, so die grundlegenden, absoluten Basic-Sachen. Hier zum French Drop zum Beispiel hatte ich damals sogar ein Tutorial gemacht. So, da kann man sich auch umschauen, okay. Aber wie ist es jetzt? Ich will jetzt wirklich, so wie du Münzmagie betreibst, so wie du zauberst, ich will jetzt richtig krass sein und ich will von heftigen Profis Münzmagie lernen. Was würdest du empfehlen? Was für Bücher? Was für DVDs, Downloads vielleicht? So in welchem Bereich kann man sich da reinfuchsen? Also das, was jeder sagt, das ist immer so ein Basic, aber den sollte man wirklich vielleicht beherzigen, ist Bobo Coin Magic. Das ist das Handbuch der Magie für Münzen sozusagen. Da lernst du alle Grundtechniken, wie du eine Münze hältst, wie du sie verschwinden lässt, welche Prinzipien es gibt. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Alle anderen Bücher gehen schon zu tief in die Materie, also setzen gewisse Griffe voraus. Da steht dann, du machst den Move, du weißt ja, welcher das ist und du weißt, du hast keine Ahnung, was er für einen Move meint. Okay. Deswegen Bobo Coin Magic ist super. Und tatsächlich, witzigerweise, arbeite ich auch gerade daran, so einen Kurs zu erstellen, wo man vielleicht dann die Basics mal durchgeht. Ja. Weil den Kurs, den ich jetzt bei der Secret School online habe, ist halt schon setzt gewisses Wissen voraus. Der ist sehr speziell, auch du brauchst auch vor allem auch das Gimmick. Ja, genau. Ja. Genau. Mhm. Und ich hatte mal die Idee, wirklich mehr auf sowas einzugehen, also so einen Kurs zu machen, denn es gibt echt schöne, also du hast ja schon gesagt, hier den French Drop, ne? Aber man kann daraus wirklich in schöne Displays gehen. Das heißt, wirklich Grundlagen nehmen und aufpolieren zu was noch Schönerem. Ja. Oder generell einfach Grundlagen vermitteln. Es ist immer schwer, das halt vorauszusetzen. Also ich würde sagen, ja, variieren, aber wenn man jetzt wenn man jetzt bei Null anfängt, wie soll dann jemand variieren? Also woher soll das Background-Wissen haben, um jetzt einen Klassik zu nehmen und den abzuändern? Bobo Coin Magic, um es kurz zu machen. Ich wünschte, ich hätte einen tollen Tipp, aber es ist tatsächlich sehr autodidaktisch. Also es ist halt sehr viel angucken. Gucken, was einem liegt, was man am meisten mag. Ich bin zum Beispiel kein Fan von diesen Spellbound-Routinen, wo sich die Münze halt 10-mal färbt. Deswegen war mein Weg immer ein anderer und ich habe immer versucht, die Münzzauberei möglichst natürlich zu halten. Dass es so wirkt, als ob ich das mal eben so machen würde. Es ist immer eine Frage des Geschmacks auch. Ja, das heißt, man muss gucken, was passt zu mir und anhand dessen dann gucken, was will ich überhaupt lernen. Ja, so ja, genau. Das trifft ziemlich. Hättest du sonst noch einen Tipp, abgesehen davon, dass du jetzt an einem Kurs arbeitest, sonst einen Tipp für diejenigen, die weniger gut
gut aus Büchern lernt, sondern lieber aus Videos, DVDs, Downloads, wie auch immer, hättest du da noch irgendeinen Tipp? Weil ansonsten würde mir jetzt die Metal-Reihe von Eric Jones einfallen. Ja. Da, finde ich, kann man sehr gut mitarbeiten. Da arbeite ich gerade mit, deswegen. Auf der ersten DVD alles an Grundlagen, auf der zweiten geht es dann in Richtung Gimmicks und so weiter und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, 4 oder 5 Stück mittlerweile schon von, ne? Ja, ich glaube schon 4 Teile. Ja, richtig. Eric Jones ist, glaube ich, generell eine gute Adresse, um Münzmagie zu lernen, weil er ist wirklich echt einer der Besten, würde ich sogar sagen. Ja. So. Eric Jones ist super. Es gibt die alten Kollegen, das sind David Roth und Michael Rubenstein. Das ist so die alte Schule. Da kann man halt einen ganz schönen Unterschied sehen, dass die Zauberei damals ganz anders gehandhabt wurde und mittlerweile alles visuell und mehr Eye-Candy ist. Und aber ich glaube, Eric Jones ist eine gute Adresse. So was jetzt so modernen Stuff angeht. Ne? Ja, genau. Eric Chen macht großartige Münzzauberei, aber damit solltet ihr nicht anfangen und damit solltet ihr euch nicht messen, weil das ist das falsche Bild, was vermittelt wird. Dann. Richtig. Ja. Und da ist dann auch zu viel Frustration beim Üben. Ja, das stimmt. Verdammt! Ja, ansonsten gibt es natürlich auch einiges an Gimmicks im Bereich Münzmagie. Da können wir vielleicht irgendwann mal eine andere Folge noch zu aufnehmen. Was für Gimmicks sind so Must-Haves im Münzbereich vielleicht. Ja. Da habe ich im Kartenbereich natürlich sehr viel abgedeckt auf meinem Kanal, aber im Münzbereich ist es, glaube ich, immer ganz cool, dann auch einen Experten mit dabei zu haben, wenn ich da selbst nun mal nicht so viel Erfahrung drin mit habe, wie beispielsweise mit Karten. Deswegen, wenn du Bock hast, können wir nochmal eine Folge machen, wo wir Münzgemix quatschen. Okay. Ja, wenn du da Lust drauf hast. Was mir gerade noch so einfällt, ich glaube, was ein guter Tipp ist, dass man sich 2 Routinen aussuchen sollte, die gewisse Griffe beinhalten, die man mag, die man cool findet und an diesen beiden Routinen einfach übt und die vorführt bei jeder Gelegenheit. Den Eltern, dem Freundeskreis, der Schule, wie auch immer. Also bei mir war das jahrelang eigentlich immer dieselbe Routine und es war immer dieses hier. Mhm. Ja, also das war das Münzerscheinen, was ich sehr gefeiert habe. Dann ist das Münze Nummer 2. Mhm. Und das Schöne ist, du hast ein Münzerscheinen und auch ein Münzverschwinden. Mhm. Ja, und die letzte, genau. Hier. Und das war so eine Routine, die ich in der Schule gezeigt habe, die ich fürs Fernsehen gezeigt habe, die ich immer und überall gezeigt habe, weil du hast es immer bei dir, du kannst es immer sofort zeigen. Mhm. Es sind nur 15 Sekunden, aber es passiert so viel und das habe ich immer gezeigt und deswegen konnte ich es auch immer üben. Das ist ein guter Tipp. Mann, das klang jetzt so blöd. Ich meine, das vorher, das ist wirklich ein guter Tipp. Cool, danke, Marc. Cool. Ja, Marc. Danke für das ganze Wissen und für deine Zeit und deine Mühe, deine Anreise etc. Die Reisekosten erstatten... Ja, das war ein weiter Weg. Wie lange warst du unterwegs? 5 Minuten? 6? Nein, halbe Stunde. Halbe Stunde oder sowas? Ja, wegen Schneeschippen. Okay, gut. Wie gesagt, schaut gerne auch bei ihm auf dem Kanal vorbei für Part 2 unseres heutigen Drehtags. Wir gucken... Pokémon-Karten. Richtig, wie viel sind Marks Pokémon-Karten wert? Und Dankeschön, dass ihr so ganz angeschaut habt. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und ich muss sagen, dieses Video hat auch einfach mal wieder richtig Spaß gemacht. Bin gerade so ein bisschen in so einer Phase, mich neu zu finden auf YouTube irgendwo, weil ich so gemerkt habe, es macht einfach keinen Spaß mehr, immer den gleichen Müll rauszurotzen. Okay. Reaktionen irgendwie hier und Kartentrick-Erklärungen. Ja, okay. Deswegen finde ich es wirklich sehr cool. Danke, Marc, das war sehr angenehm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein fresher Geist hier. Haben wir da. Genau. Sayonara, ihr Trottel. Kennst du Duck Funny? Ja, klar. Ja, das war Roger Klotz, hat das doch mal gesagt. Liebes Tagebuch. Richtig, auch Liebes Tagebuch. Ja. Genau, ja, da war Roger Klotz, das war der Bad Guy. Der hat immer gesagt, Sayonara, ihr Trottel. Und ist dann so weggegangen. Ah, ja. Yeah. Genau. Und Duck Funny hat er auch so einen Superhelden, der so einen Gürtel auf der Stirn gebunden hat. Ja, richtig. Ja. Sein Kumpel hieß Skeeter. Ja. Und dann immer, hey, Duck. Stimmt. Nerd ist ein Edits Best. Aha, richtig. Und der hat einen Kleiderschrank voll, wo 100-mal das gleiche Outfit drin ist. Wie sind wir jetzt auf dieses Thema? Ich weiß auch nicht. Ciao! Wir sind hier gelandet. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Warte, Marc, du darfst einmal deinen End-Dingsbums machen. Ja, und? Ach so. Ja! 'Immer so awkward. Ja, ich weiß, ich weiß. Und du hörst noch so das Schmatzen beim Lächeln. Ne? So. Alles klar. Und jetzt check mal lieber, ob Aufnahme checken? Ja, genau. Ja?